Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop, Monat Mai 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anders als in westlichen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatung an, nur für 10 Euro. Liebe Diane, ich grüße dich. Das ist dein Monatshoroskop. Das Bild, was du siehst, zeigt dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. Daran ändert sich nichts. Das zeigt den Sternenhimmel über dir in dem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, und das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Das ist dein Seelenplan. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich, und durch diese Bewegung löst etwas aus im Geburtshoroskop, das heißt, Themen werden aktiviert. Und genau das schauen wir an bei diesem Monatshoroskop. Sonne befindet sich am 1. Mai in Tierkreiszeichen Widder. Das zeigt die Monatsthema, aktiviert den Lebensbereich Alltag und Gesundheit. Uranus befindet sich auch im Widder und sorgt dafür, dass Veränderungen gibt in deinem Alltag oder etwas ändert sich im Gesundheitszustand. Uranus steht astromedizinisch zu unserem Nervensystem. Mars setzt etwas in Bewegung. Mit Mars-Energie können wir uns behaupten oder uns wehren. Wo setzt du deine Kraft ein? Mars steht auch mit männlichen Energie in Verbindung, also zeigt auch ein Mann, und das kann auch eine Bedeutung sein. Mars bewegt sich im Stier. Und das hast du im 7. Lebensbereich, und hier handelt sich um Liebe, Partnerschaft und steht in Verbindung zu einem bestimmten Mann. Und Stier spielt auch eine Rolle. Mit Stierenergie handelt sich oft das Leben genießen, die Ruhe bewahren, aber auch Finanzen. Stier steht in Verbindung zum Geld und Finanzen. Rahu ist der Drachenkopf. So sieht das aus. Hier, das ist die Rahu-Symbol, die aufsteigende Mondknoten. Das, was die Seele sucht, eine neue Lebenserfahrung. Und dieser Drachenkopf oder Rahu befindet sich in Zwillingen zurzeit, weil das bewegt sich auch. Und du hast hier Themen, karmischen Themen zurzeit. Und das bleibt ganzes Jahr und auch Jahr 2020. Das sind Themen wie Loslassen, Erneuerungsprozesse, dann auch ämtliche Sachen, besonders wenn das um Geld geht oder Erbschaften. Ketu hat auch mit Karma was zu tun. Das ist die absteigende Mondknoten, schaut so aus. Und das hat mit Vergangenheit was zu tun, karmischen Erinnerungen. Und das bewegt sich dieses Jahr und Jahr 2020 immer noch hier im Schütze und aktiviert bei dir Themen wie Werte, Selbstwertgefühl und Finanzen. In dein Geburtshoroskop
ist die absteigende Mondknoten Ketu, was die alten karmischen Erinnerungen hervorruft, hier im neunten Lebensbereich. Und das ist Ausland, Auslandskontakte. Und die aufsteigende Mondknoten, dieser Drachenkopf, hier im Steinbock im dritten Lebensbereich, die Verbindung zum Verwandten, Nachbarn und ein vertrauter Umgebung, außerdem etwas lernen. Oft das ist die Schule des Lebens. Jupiter ist rückläufig, gerade das bremst etwas. Aber oft handelt sich bei dieser Rückläufigkeit auch mit Themen, was mit der Vergangenheit was zu tun hat oder karmischen Themen. Jupiter bewegt sich in Skorpion, ist gerade rückläufig. Jupiter gibt dir Chancen, Möglichkeiten und Glück in dein Leben. Jupiter ist die große Glücksplanet und hier in dein Aszendent. Du hast Skorpion Aszendent und das hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit, auf deine persönliche Umgebung, auf dein persönliches Leben. Saturn bringt etwas in Form, belehrt uns aber, beeinflusst unseren Schicksal. Saturn ist rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun und bremst noch etwas. Saturn bewegt sich zurzeit im Schütze und da hast du Themen mit Finanzen. Und diese Rückläufigkeit dauert bis 19. September 2019. Da bremst etwas im Bereich Finanzen, dann dreht sich aber um und ab September geht alles voran, verbessert sich bei dir die Finanzen. Pluto-Zeit, dass wir auf dem Wesentlichen konzentrieren sollen und all das, was überflüssig ist, davon verabschieden, loslassen, trennen und dann in inneren Kraft bleiben. Und Pluto zeigt auch unsere Überzeugungskraft. Pluto ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Pluto bewegt sich auch im Schütze, aktiviert bei dir Werten, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Merkur ist der Planet, der handelt und hat einen Einfluss auf Gespräche, Terminen und Verträgen. Merkur bewegt sich hier in Fischen und aktiviert Themen wie Kontakt zum Kinder oder Erinnerungen an deine Kindheit. Dann aktiviert Themen auch wie schöpferische Kraft und Lebensfreude. Mit Merkur lernen wir das. Merkur steht auch zum Kinder und Jugend. Venus ist auch hier in Fischen und das zeigt deine Kreativität oder du möchtest als Frau mal das Leben genießen und das zeigt auch Lebensfreude. Mond ist auch hier. Mond hat einen Einfluss auf unseren Alltag und beeinflusst unseren Gefühlen. Mond steht mit Mütterlichkeit auch in Verbindung, auch hier im Bereich des Kindes. Neptun lässt unseren Träume leben, vorausgesetzt ist, wir glauben das. Wenn wir das nicht vertrauen, wenn wir daran nicht glauben, dann fühlen wir uns enttäuscht. Also kann auch Enttäuschungen hervorrufen, diese Neptun-Energie. Außerdem zeigt auch die Kreativität. Neptun bewegt sich im Wassermann und aktiviert bei dir in deine Wohnsituation. 2. Mai steht Venus mit Mond in Verbindung und das heißt, sie wirken gemeinsam, man kann das gar nicht trennen und das hat mit deiner Weiblichkeit, mit deiner Mütterlichkeit, mit Liebe, mit deinen Gefühlen was zu tun, kann auch Kindheitserinnerungen sein. 3. Mai steht Mond mit Merkur in Verbindung und das ist auch Erinnerungen an die Kindheit, Jugend oder Gesprächen mit Kindern
Mutter-Kind-Beziehung, besonders hier im fünften Lebensbereich. 4. Mai ist Neumond. Exakt am 23.46 Uhr Minuten im Widder. Das heißt, Mond übergeht im Widder und Sonne, Mond treffen sie sich. Sonne und Mond, das ist Neumond. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation und das hat einen Einfluss auf den Alltag und deine Gesundheit. Zieh dich zurück, bewahre die Ruhe. 5. Mai übergeht Merkur im Widder. Bei Merkur Einfluss handelt sich um Gespräche, Termine. Das kann Arzttermin sein, immerhin dieser Lebensbereich steht auch zum Gesundheit. 6. Mai ist Mond im Stier, aktiviert Themen, Partnerschaft. Hier hast du auch die Mars-Energie und das zeigt deine Kraft oder die Erinnerungen an einen bestimmten Mann und das beeinflusst deine Gefühle. Und dann kommt die Stierenergie auch dazu, entweder das zu genießen, die Zeit mit diesem Mann, oder um die Finanzen kümmern. Und da kommen auch Erinnerungen, was deine Gefühle auch beeinflusst. 7. Mai ist Mars in den Zwillingen. Mars verlässt Stier. Verlässt die 7. Lebensbereich, übergeht in Zwillingen. Und das kann für dich bedeuten, dass du deine Kraft einsetzt für deine Rechte oder Themen, was mit Finanzen was zu tun und hast ämtliche Themen oder eine rechtliche Lage. Oder gerade in diesem Bereich hast du Kontakt mit einer männlichen Person. 8. Mai steht Mars und Mond in Verbindung in Zwillingen. Dann kommt noch die Zwillingenergie auch dazu und da handelt es sich um Gespräche oder etwas zum Klären und wieder ämtlichen Themen über einen Mann oder mit einer männlichen Person. Im selben Tag steht Merkur mit Uranus in Verbindung. Merkur-Uranus-Verbindung, das hat einen Einfluss auf deinen Alltag oder auf die Gesundheit. Und da kommt eine Nachricht, überraschende Art und Weise, eine Überraschung, etwas, womit du gar nicht gerechnet hast, entweder eine Nachricht oder ein Dokument oder ein Termin. 10. Mai ist Mond im Krebs. Weil hier hast du im Geburtshoroskop die karmischen Knoten, das aktiviert karmische Erinnerungen und Bereich ist entweder Ausland, Auslandskontakten, Reise oder Besuch von Ausland oder Spiritualität. 11. Mai übergeht Venus im Widder und das bedeutet Heilung. Oder Kontakt mit einer Frau. Venus ist weiblich und steht auch für Frauen. Und bei dieser Bewegung natürlich löst auch sowas auch aus, dass du Kontakt mit einer Frau hast. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Hier, was mit Ausland was zu tun hat. Krebs ist immer Halbmond. Halbmond ist immer Spannung. Spannung, Unsicherheit, Nervosität. Und in diesem Halbmond, in diesem Tag fehlt die Erde-Element, die Sicherheit, Stabilität oder diese materiellen. Dieser Halbmond ist exakt um 2.12 Uhr. 13. Mai ist Mond im Löwe. Das ist eine zunehmende Mondphase, aktiviert die 10. Lebensbereich und das heißt, die Wahrheit kommt ins Licht oder du veröffentlichst etwas
oder stehst du im Mittelpunkt, bist wahrgenommen oder hast du Ziele und das ist der Fokus und überlegst, wie erreichst du deine Ziele. 15. Mai übergeht Mond im Jungfrau. In deinem Geburtshoroskop ist hier Mars, deine Kraft, aber auch eine männliche Person und Erde. Unserem Planet Erde bewegte sich im Jungfrau in deinem Geburtsmoment. Und das heißt Heilung. Jungfrau ist Heilung. Etwas in Ordnung bringen und da kommt Heilung. Und das manifestiert sich. Und das hat mit diesem Mann was zu tun. Oder deine Kraft, dich einzusetzen. Und für was sollst du dich einsetzen? Entweder Freundschaften und das in Ordnung bringen. Oder 11. Lebensbereich bedeutet auch deine Wünsche, deine Sehnsüchte, deine Hoffnungen. Und das nicht aufgeben, Mars zeigt diese Kraft, nicht aufgeben, weil genau das manifestiert sich hier. Und Mond aktiviert hier diese Themen. 16. Mai übergeht Sonne im Stier. Und die Monatsthema wird dann sein Partnerschaft, das ist der 7. Lebensbereich, und Stier, Werte und Finanzen. Oder zur Ruhe kommen, das Leben genießen, das ist auch Stierenergie. 17. Mai ist Mond im Waage und das ist Rückzug. Du brauchst die Ruhe, du brauchst diesen Rückzug. Waage bedeutet auch etwas in Harmonie zu bringen oder vertreten die Gerechtigkeit, das ist auch Waage-Themen, etwas ausgleichen. Und im 12. Lebensbereich bedeutet hier mit diesem Waage-Energie, was auch um Gerechtigkeit geht, hast du auch karmische Themen. Und Mond aktiviert das, aber bedeutet auch Rückzug, damit du zur Ruhe kommst. 18. Mai ist Vollmond im Waage, genau hier. Dieser Vollmond beleuchtet ganz und voll die Thematik und das heißt Geheimnisse des Lebens oder alles, was im Geheimen ist, was hinter den verschlossenen Türen passiert. Die Waage-Energie kommt auch dazu, Kunst, Kreativität, Liebe, Partnerschaft, aber auch Gerechtigkeit. Und im 12. Lebensbereich bedeutet auch manchmal geheime Feinde. Und hier wird die Thematik nochmal beleuchtet. Dieser Vollmond ist exakt um 22.11 Uhr. Im selben Tag steht Venus und Uranus in einer Verbindung und das wirkt gemeinsam. Das heißt, Veränderungen, Überraschungen, unerwartete Ereignisse, entweder von einer Frau oder betrifft die Liebe. 19. Mai ist Merkur im Stier. Und hier handelt es sich um Gespräche oder Nachricht und aktiviert die Thema Werte, Finanzen und oder Partnerschaft. Mond ist im Skorpion in eine abnehmende Mondphase. Und aktiviert bei dir etwas, was dich persönlich trifft. Oder ändert sich in dein Aussehen etwas, in dein Auftreten etwas. In dieser Zeit kannst du auch starten, wenn du abnehmen möchtest, ein Diät. Weil beginnt die abnehmende Mondphase und hat einen Einfluss auf deinen Körper. 20. Mai steht Mond mit Jupiter in Verbindung und Jupiter vergrößert etwas, das heißt intensiven Gefühlen. Mond hat mit Gefühlen was zu tun, aber achte darauf, dass du nichts übertreibst. Und Jupiter, Mond kann Veränderungen bringen, was dich persönlich trifft, dass du Chancen bekommst, Möglichkeiten oder sogar Glück.
21. Mai ist Mond im Schütze, aktiviert Themen, Werte und Finanzen. 22. Mai steht Mond mit Saturn in Verbindung, die Finanzen ernst zu nehmen, in Ordnung zu bringen. 23. Mai steht Mond mit Pluto in Verbindung, das heißt, die Fokus ist Wert, Wertschätzung, Finanzen. 24. Mai ist Merkur in Diamant. Merkur befindet sich im Stier hier und das bedeutet, es klärt sich etwas auf und beschleunigt etwas. Thema ist Gesprächen. Bei Stier kann auch Besitz bedeuten und Thema 7. Lebensbereich auch die Partnerschaft. Mond übergeht im selben Tag im Stier und aktiviert die Bereich etwas zum Lernen oder Kontakte zum Familie, Verwandten oder Nachbarn oder Kontakte in Medien. 26. Mai ist Halbmond im Wassermann, aktiviert deine Wohnsituation und dieser Halbmond bedeutet Unsicherheit, Nervosität, dann ist besser zurückziehen in deine vier Wänden, kann auch eine kleine Reparatur sein in deine Wohnung oder Haus. Es fehlt die Feuerelement, es fehlt die Kraft, es fehlt die Mut. Dieser Halbmond ist exakt um 17.34 Uhr. 27. Mai steht Mond und Neptun in Verbindung und das aktiviert deine Fantasie, deine Träume, deine Visionen. Und es kann auch traumhaft schön sein. Vorausgesetzt ist, du glaubst daran, du sollst etwas visualisieren, was du erreichen möchtest. Möglich ist auch, dass du in dieser Nacht etwas träumst und dieser Traum hat für dich eine Bedeutung. 29. Mai übergeht Mond in Fischen, aktiviert Themen Mutterschaft, Kinder, Lebensfreude und 31. Mai ist Mond im Widder. Das kann Neuanfang bedeuten oder Kraft und Mut und wird in deinen Alltag und Bereich Gesundheit. Liebe Diane, so könnte ich dein Monatshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.